Lassen Sie uns das erste Kapitel fortsetzen. Wir schauen uns hier in diesem Abschnitt ein paar konkrete Beispiele für Schnittstellen an, mit denen ein Anwendungsprogramm mit der darunterliegenden Betriebssystemimplementierung der tatsächlichen Protokolle sprechen kann. Das erste älteste und ehrwürdigste Beispiel für eine solche Schnittstelle sind zweifellos Sockets. Wir gucken uns einen etwas moderneren Nachfolger an, ZeroMQ, und reden zum Schluss in diesem Abschnitt noch über Heterogenität, die zwischen Programmiersprachen, Rechenarchitekturen etc. bestehen kann und wie man in einem API sinnvollerweise damit umgeht. Die Socket-Schnittstelle ist eine sehr alte, ehrwürdige Schnittstelle, um Datenaustausch zwischen Prozessen innerhalb eines gleichen Rechners oder über mehrere Rechner hinweg zu betreiben. Sie ist außerordentlich vielgestaltig und universell einsetzbar. Sie kann zum Beispiel alle diese Synchronizitätseigenschaften ausdrücken. Sie kann unterschiedlichste Dinge, unterschiedlichste Parameter unterstützen, wie Sie eine Kommunikation gestalten wollen. Die Idee dabei ist, dass die Kommunikation mit einem anderen Prozess nachempfunden wurde, der Vorstellung des Schreibens in oder des Lesens aus einer Datei, sodass Sie Ihren Partner auf der anderen Seite eigentlich wie eine Art in Anführungszeichen Datei behandeln können. Details dazu haben Sie sicherlich schon in anderen Vorlesungen kennengelernt, zum Beispiel in der Vorlesung KMS oder SSSP hier in Paderborn, in einer Vorlesung Rechnernetze oder in anderen entsprechenden Vorlesungen. Es gibt reichlich Material dazu online, wenn Sie das mehr im Detail nachlesen wollen, ist das überhaupt kein Problem. Es gibt auch sehr schöne Literatur dazu. Wenn Sie tief ins Detail einsteigen wollen, würde ich Bücher von Stevens empfehlen, zum Beispiel Unix Network Programming. Es ist ältere Literatur, die aber immer noch umfassend und detailliert viele Aspekte der Socket-Schnittstelle darstellt, die man sonst aus solchen Webseiten nicht ohne weiteres findet. Lassen Sie uns ein Beispiel anschauen. Ich möchte Daten von einem Sender zu einem Empfänger übertragen, ohne dabei komplexere Dinge zu tun. Ich habe Ihnen hier den C-Code für einen Sender und einen Empfänger aufgemalt. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist ein nicht besonders überschaubares, viele Aspekte umfassendes Programm. Man sieht hier zum Beispiel, das wollte ich nicht durchstreichen, das wollte ich nur hervorheben, dass Sie den Socket an sich erstmal erschaffen müssen. Dann müssen Sie ihn geeignet initialisieren. Sie müssen ihn geeignet initialisieren. Sie müssen ihn mit Adressformaten füllen. Sie müssen unterschiedliche Adressen auf Null setzen. Sie müssen dem Kind einen Namen geben, bevor Sie dann tatsächlich hier eine Send-Operation durchführen können. Sie haben hier eine Send-To-Operation. Wir haben den Socket hier. Der Socket benimmt sich wie eine Datei, wird also über einen Dateideskriptor in üblicher Unix-Sprechweise beschrieben. Sie haben hier einen Dateideskriptor, an den Sie senden können und an den übergeben Sie jetzt Ihren eigentlichen String. Sie müssen auch die Länge des Strings übergeben und so weiter und so weiter. Die Empfängerseite ist auch nicht viel freundlicher. Auch hier müssen Sie sich erstmal einen Socket erschaffen. Das ist hier sogar noch die Version eines lokalen Sockets, der nur innerhalb eines Rechners funktioniert, zwischen Prozessen auf dem gleichen Rechner. Adress Family Local und dann Nachrichten übertragen kann, SockDigram. Auch hier müssen Sie das aufwendig initialisieren und hier haben Sie dann eine Receive-From-Operation. Sie übergeben die Identität Ihres File-Deskriptors, Sie übergeben einen Puffer, den maximalen Pufferplatz und noch Platz für Metadaten, um informiert zu werden, von wem diese Daten stammen. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde das nicht schön, ich finde das nicht übersichtlich. Das geht vielleicht auch schöner. Das ist alles schön und gut, dass Sockets so universell einsetzbar sind, aber das API ist komplex, es ist sehr fehleranfällig. Das ist zwar toll für Klausuren, aber für die Praxis nicht unbedingt besonders schön. Wie wäre es denn, wenn wir die grundsätzliche Ausdrucksmächtigkeit von Sockets beibehalten könnten, aber das in insgesamt ein schöneres API, in eine schönere Schnittstelle verpacken könnten? Wäre das nicht nett? Und vermutlich stimmen Sie mir zu, dass das nett wäre. Und ein Beispiel, mit dem das passiert, ist die sogenannte ZeroMQ-Schnittstelle, ist das ZeroMQ-System, das mehr tut als nur das, aber insbesondere auch das tut. Es stellt Sockets zur Verfügung,
die mehr tun als die normalen Unix-Betriebssystem-Sockets, das noch atomar Nachrichten über unterschiedliche Transportschichten transportieren kann, zeichnet sich durch Schnelligkeit, schlanke Implementierung und so weiter aus und kann viele, viele Dinge unterstützen. Insgesamt ist der Anspruch hier, dieses komplizierte Schnittstelle aufzuräumen und sowohl simple, einfache Socket-Programme als auch abstraktere Muster kompakt zu unterstützen, dabei einfach, schnell, effizient zu bleiben. Wie immer ist das Bessere der Feind des Guten. Es gibt Nachfolge- und Wettbewerbssysteme. Ich habe Ihnen hier ein paar Links aufgemalt. Nanomessages oder Nanomessages Next Generation ist sicherlich etwas, was sich lohnt, einmal 10 Minuten zu investieren, um sich diese Webseite durchzulesen. Das ist ganz spannend. Auch das, die Rationale-Beschreibung hier ist ein nettes Lehrstück, wie solche Softwareprojekte entstehen, wie sie sich verteilen und entwickeln. Auch Software hat einen Lebenszyklus dabei. Wenn wir jetzt also einfache Senden und Empfangen von Daten mittels ZeroMQ in C machen, dann sieht das etwas aufgeräumter aus. Sie müssen hier einen ZeroMQ-Kontext erstmal schaffen, dann müssen Sie auch hier einen Socket erzeugen. Dem Socket müssen Sie sagen, was für ein Interaktionsmuster Sie da benutzen wollen. Das ist hier ein Request-Reply-Muster. Dann verbinden Sie diesen Socket noch und hier können Sie bereits senden. Als ordentlicher Programmierer machen Sie den Socket noch zu und zerstören Ihren Kontext, aber da Sie das Programm ja sowieso beenden, ist das dann auch egal. Die Empfängerseite ist auch nicht viel komplizierter. Auch hier, Sie erzeugen sich den Kontext, den Socket, machen sich bereit zum Empfangen und hier ist dann die eigentliche blockierende Empfangsoperation durch das Receive. Also, wenn Sie die beiden Folien nebeneinander legen, das ist aufgeräumter, das ist kleiner, das ist netter. Aber richtig toll ist es immer noch nicht. Naja, es geht. Ja, schöner. Andere Programmiersprache, liegt das an C? C ist ja bekannt dafür, dass es nicht unbedingt besonders schön zu lesen oder damit zu arbeiten ist. Dafür Ihnen jedes Bit an Kontrolle in die Hand reicht. Vielleicht ist das hier die falsche Entscheidung, sowas in C zu versuchen. Also was passiert denn, wenn ich das in C++ in eine Objektorientierung verpacke? Naja, werden ein paar Gleichheitszeichen durch Punkte ersetzt, wenn man das flapsig ausdrücken will, aber die Struktur des Programms ist immer noch die gleiche. Es ändert sich eigentlich wenig an der Komplexität. Und wenn Sie das in Python versuchen, okay, Python ist natürlich immer kompakter, dann wird das so langsam überschaubar und handhabbar. Aber wirklich so furchtbar viel substanzielle Änderungen passieren da auch nicht. Moderne Programmiersprachen helfen natürlich, ein solches API abzukapseln. Aber nun ja, es ist ein bestimmter Aufwand zu leisten in einem Anwendungsprogramm, so etwas aufzusetzen, bevor man damit arbeiten kann. So, aber jetzt habe ich Ihnen gerade was Komisches gezeigt und eigentlich verschwiegen. Ich habe Ihnen, schauen wir es uns nochmal ganz kurz an, ich habe Ihnen Sender-Empfänger-Pärchen in C++ gezeigt und ich habe Ihnen ein Sender- und Empfängerpärchen in Python gezeigt. Naja, dass das zwischen zwei Python-Programmen einerseits und oder zwischen zwei C++-Programmen andererseits funktioniert, das glauben Sie mir vermutlich. Aber wie ist das denn, wenn ich den C++-Sender mit dem Python-Empfänger mischen wollte? Wird das funktionieren? Was übertrage ich denn dann eigentlich? Innerhalb des laufenden Prozesses stellen C++ und Python ihre Strings vermutlich unterschiedlich dar. Das kann bei banalen Dingen wie UTF-8, UTF-16-Kodierung versus ASCII-Kodierung anfangen. Kann ich die miteinander reden lassen? Würde das funktionieren? Was müsste ich denn dazu tun, damit das funktioniert? Meine Erwartung wäre doch, dass etwas wie einfache ganze Zahlen funktionieren sollten. Strings, Zeichensatz, Darstellung der Länge von Strings, das ist schon gar nicht so klar, dass das zwischen unterschiedlichen Programmiersprachen funktioniert. Naja, und wenn Sie das jetzt noch zwischen verschiedenen Rechenarchitekturen, Sie erinnern sich vielleicht aus Ihrer Rechenarchitektur-Vorlesung an die Unterscheidung zwischen Big Endian und Little Endian, wenn Sie daran denken, dann haben Sie vielleicht auch schon ein Grummeln im Bauch, dass das nicht gut funktionieren könnte. Und wenn Sie jetzt gar noch Objekte irgendwelcher Klassen übertragen wollen, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Java-Objekt an ein Python-Programm übertragen, dann werden Sie schlucken und sich vermutlich gleich davon verabschieden. Also die Frage ist, was kann man hier tun, um Heterogenität zu unterstützen? Heterogenität zwischen Programmen
auf möglicherweise unterschiedlichen Architekturen, auf möglicherweise unterschiedlichen Programmiersprachen, unterschiedlichen Laufzeitsystemen. Die Java VM und die Python VM und eine C++-Laufzeitumgebung unterscheiden sich deutlich. Trotzdem möchte ich in der Lage sein, dazwischen zu kommunizieren. Also, wir haben diese unterschiedlichen Layouts, diese unterschiedliche Anordnung von Daten im Speicher, obwohl sie semantisch ja eigentlich übereinstimmen. Ich muss irgendwie in der Lage sein oder mich irgendwie in die Lage versetzen, diese Semantik auszudrücken, um dann einem Laufzeitsystem, einer Bibliothek eine Chance zu geben, zu sagen, ja, ich verstehe, das ist ein String, obwohl das eigentlich ein unterschiedliches Byte-Muster in meinem Speicher ist. Also, ich kann nicht davon ausgehen, dass das alles einheitliche Sprache ist. Ich muss zwischen diesen unterschiedlichen Darstellungen der semantisch einander entsprechenden Daten übersetzen. So, wie machen wir das? Diese Übersetzung ist letztlich die Idee, dass ich die Konstrukte, die Objekte innerhalb eines laufenden Programms, die naheliegenderweise Architektur- und Programmiersprachen abhängig sind, dass ich die serialisiere in eine neutrale Repräsentation. Serialisiert heißt insbesondere in eine serielle, eins Byte nach dem anderen folgende Anordnung bringen. Das brauchen Sie zum Beispiel für eine verzeigerte Datenstruktur, wie einen binären Baum. Sie müssen über eine Leitung, können Sie ein Byte nach dem anderen übertragen. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, in welcher Form, in welcher Reihenfolge Sie welche Teile dieser Information übertragen. Das meint Serialisierung. So, und in dieses serialisierte, neutrale Format müssen Sie aus Ihrer internen Repräsentation hinein übersetzen zum Senden und heraus übersetzen aus dieser neutralen Repräsentation in Ihre eigene interne Repräsentation. Diese neutrale Repräsentation ist das sogenannte Wireformat. Drahtformat ist eine blöde Übersetzung, ist das sogenannte Wireformat für die Art und Weise, wie Daten auf während der Übertragung dargestellt werden sollen. So, jetzt kann man sich noch fragen, warum muss ich mir eigentlich antun, ein neutrales Format zu definieren? Das ist gar nicht so leicht, darüber muss man nachdenken. Wir gucken uns gleich Beispiele an. Warum muss ich mir da überhaupt nachdenken? Warum übersetze ich nicht direkt von der einen Repräsentation in die andere? Das Argument ist ein ganz banales. Sie haben n verschiedene Programmiersprachen und Rechenarchitekturen. Wenn Sie zwischen allen möglichen übersetzen möchten, brauchen Sie n Quadrat, viele Übersetzer. So brauchen Sie nur n viele Übersetzer von der jeweiligen spezifischen in die neutrale Repräsentation und zurück. Das ist sicherlich einfacher. So, dieser Vorgang, den finden Sie in verschiedenen Kontexten und verschiedenen Umgebungen wieder unter unterschiedlichen Namen verpackt. Ich habe hier Serialisierung benutzt als einen relativ neutralen Ausdruck. Sie finden auch den Ausdruck des sogenannten Packing und Unpacking. Das beschreibt das Gleiche, ebenso Marshalling. Das finden Sie eher im Kontext von RPCs, Remote Procedure Calls. Aber letztlich meint das alles das Gleiche. Das meint die Vorstellung, vom spezifischen Format in eine neutrale Repräsentation hin und her zu übersetzen, dabei Semantik zu erhalten. Gut, was machen wir jetzt? Gucken wir uns nochmal vielleicht zunächst an einem konkreten Beispiel an. Was macht ZeroMQ? ZeroMQ sagt, wir machen genau das, um zwischen verschiedenen Sprachen zu übersetzen, um aus Python nach Java zu kommunizieren und hat dazu ein eigenes, nach eigener Aussage, einfaches und effizientes Wireformat definiert, in dem das funktionieren kann. Allerdings hat dabei nicht den Anspruch, komplizierte Dinge wie ganze Klassen übertragen zu können, wie ganze Objekte von unterschiedlichen Klassen übertragen zu können. Es geht letztlich nur um die einfachen Datentypen der jeweiligen Sprachen. Ein String ist je nach Sprache schon kein einfacher Datentyp mehr, aber das ist in dem Kontext hier noch als einfaches Sprachartefakt noch anzusehen. Ja, aber das ist spezifisch. Das ist spezifisch für diese Bibliothek. Gibt es Standards dafür? Gibt es etwas, mit dem Sie das wiederverwendbar benutzen können? Ja, natürlich gibt es das. Dazu gibt es diverse Kandidaten. Ein relativ alter Kandidat ist die sogenannte Abstract Syntax Notation 1, die ASN.1. Die kommt aus der ISO-OSI-Standardisierung, ist das Modell des ISO, das Referenzmodell für die Schicht 6 des ISO-OSI-Layers und hat die schöne Eigenschaft, dass sie sogenannte selbstdeskriptiv ist. Das heißt, wenn Sie auf dieses Wireformat gucken, dann steht in der übertragenen Bytesequenz genügend Information, um Ihnen zu erlauben, diese Daten zu rekonstruieren. Sie sind nicht auf Kontext angewiesen.
Also da steht zum Beispiel drin, jetzt kommt ein String. Das ist natürlich Aufwand. Das ist natürlich Aufwand, denn das müssen Sie bei jeder Übertragung eines Strings tun. Ja, das ist ein Abtausch zwischen Wiederverwendbarkeit, zwischen Universalität einerseits, andererseits Effizienz. Ja, was gibt es denn für Alternativen? Alternativen wäre zum Beispiel sowas wie XML. Und wenn ich jetzt Ihnen sage, dass XML besonders effizient ist, dann lachen Sie natürlich. Der Tanz der spitzen Klammern ist nicht unbedingt dafür gebaut, universell zu sein, effizient zu sein, er ist für Universalität gebaut. Ob Sie jetzt allerdings XML oder sowas wie JSON, JavaScript Object Notation oder was auch immer nehmen, es läuft immer auf die gleiche Idee hinaus. Sie reichern die Informationen, die Sie übertragen wollen, mit expliziter Information an, um eine Rekonstruktion auf der Empfängerseite zu ermöglichen. All diese Formate sind in irgendeiner Form sehr geschwätzig, speicherintensiv. Geschwätzig meint hier, sie übertragen sehr viele Metadaten über die eigentlichen Daten hinaus zu ihrem Kommunikationspartner. Das macht sie speicherintensiv, CPU-intensiv und nicht unbedingt das ideale Modell. Entsprechend gibt es modernere Kandidaten. Da gibt es reichlich. Google Protobufs ist vielleicht ein populäres Beispiel dafür, das genau das tut, in einem relativ kompakten Format. Sind hier reichlich Beispiele aufgeführt. Gleiches Ziel, neutrales Format definieren, in das Sie hin und her übersetzen können, ohne allzu großen Aufwand zu betreiben. So, schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Wir übertragen einen Integer. Wir sagen explizit dazu, es ist ein Integer und auch noch wie groß der ist, wie viele Bits ist er lang. Für einen String machen wir genau das Gleiche. Wir sagen, es ist ein String und wir sagen noch, wie lang er ist. Und beim Integer legen wir auch noch fest, dass es eine Big Endian oder Little Endian Repräsentation ist und das weiß jeder, der dieses Format lesen kann. Bei einem String legen wir noch fest, dass es ein UTF-8 oder in welcher Form auch immer er dargestellt wird. Für komplexere Datentypen wie etwa eine Abbildung, ein Dictionary, ein Map, wie werden die Keys, wie werden die Values dargestellt, wo finde ich die? Ich zeige Ihnen ein Beispiel dazu, das ist der Message Buffer, bei dem das relativ überschaubar dargestellt wird. Zum Beispiel würden Sie in einem solchen Datenübertragung ein Byte investieren, um zu sagen, es folgt ein String. Das signalisieren Sie, indem Sie hier ein Byte investieren an einer Stelle, bei der der Empfänger erwarten würde, dass ein Steuerbyte folgt. Und Sie legen bestimmte Bitmuster innerhalb dieses Bytes fest. Hier würden Sie festlegen oder hat MessageBuff festgelegt, dass die ersten drei Bit 101 bedeutet, es kommt ein String maximaler fester Länge von bis zu 31 Bytes und die Byte-Anzahl ist in den folgenden Bits dargestellt. Und dann können eben so und so viele Bytes an Daten, String, Byte Array übertragen werden. Wenn Sie ein längeres Byte Array, einen längeren String übertragen wollen, brauchen Sie hier ein anderes Muster hier. Sie müssen mehr Bits hier investieren, um zu sagen, es folgt ein langer String und dann folgt hier ein weiteres Steuerbyte, in dem die Anzahl bis zu 255 an Bytes dargestellt wird. Diese Idee wiederholt sich. Sie haben hier bestimmte Muster, die Ihnen sagen, was jetzt an Datentyp folgt, mögliche Parameter dazu und die eigentlichen Daten. Und das geht so weiter. Das geht mit entsprechend 16, 32 und so weiter weiter. Es muss nicht unbedingt ein Byte-Array folgen. Es kann ein Array von beliebigen Objekten folgen, aber bis zu 15 Stück wäre hier ein Beispiel. Und dann müssen Sie für jedes einzelne dieser Objekte wieder darstellen, ist es ein Integer, ist es ein String und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist plausibel. Abbildungen, Key-Value-Paare können Sie entsprechend darstellen und so weiter. Das Muster wiederholt sich. Das ist auch gar nicht so sehr die spannende Frage. Ein solches Wire-Format, das kann man sich ausdenken, das kann man sich definieren, das ist ein großes Hexenwerk, im Zweifel lesen Sie das nach. Die konzeptionell spannendere Frage ist, woher wissen Sie eigentlich, dass der Pufferinhalt, stellen Sie sich vor, Sie übergeben das an einen Socket, woher wissen Sie eigentlich, dass in diesem Pufferinhalt von einem Megabyte
eine Folge von 2000 Key-Value-Paaren enthalten ist. Woher kommt diese Information? Naja, jetzt gibt es zwei Hauptfälle. Der Fall 1 ist, Ihre Programmiersprache hat genügend Typinformationen zur Laufzeit zur Hand. Python wäre so ein Beispiel. Jede Sprache mit Runtime Type Information hat dieses Wissen zur Hand und dann können Sie in einem Übersetzer, der aus dem Inhalt eines Puffers die Wired-Format-Repräsentation bauen soll, können Sie diese Information nutzen. Das ist konzeptionell relativ einfach. Das ist auch relativ klar, was da passiert. Leider hat nicht jede Sprache diese entsprechende Darstellung zur Laufzeit vorhanden, sondern vielleicht nur zur Compile-Zeit. Also wenn Sie das zur Laufzeit nicht haben, dann müssen Sie diese Information irgendwo anders hernehmen. Möglicherweise haben Sie Option 2.1, Sie schreiben die entsprechende Information, jetzt folgt eine Liste von Key-Value-Paaren, wobei der Key ein String und die Values Integers sind, schreiben Sie durch entsprechende Funktionsaufrufe zur Laufzeit auf und übergeben es damit an den Übersetzer ins Wire-Format. Dann ist die Information ebenfalls wieder vorhanden. Oder Sie merken, das ist nicht unbedingt schön. Stellen Sie sich vor, wie das über Funktionsaufrufe aussehen sollte, so etwas zu tun. Oder alternativ, Option 2.2, Sie schreiben diese Information explizit auf. Sie machen eine explizite Annotation, in der Sie den Typ repräsentieren und die halten diese Information zur Laufzeit bereit. Dazu brauchen Sie eigentlich eine kleine Minisprache. Sie brauchen eigentlich eine Typdefinitionssprache. Und das segelt jetzt unter verschiedenen Formaten, unter verschiedenen Begriffen, diese Idee. Das kann eine sogenannte Schema Language sein. Das ist der allgemeine Begriff, ist die Interface Definition Language, die Ihnen sagt, in diesem Interface sollen folgende Datentypen übertragen werden. Und aus dieser Typdefinition können Sie dann wieder den entsprechenden Code für das Übersetzen hinein und hinaus generieren. So, schauen wir uns das nochmal am Beispiel an, gucken wir uns das nochmal für Message Packing an, für das Message Pack-Paket an. Hier können Sie sagen, okay, ja, das ist ein Python-Beispiel. Sie packen in eine Binärrepräsentation ein Key-Value-Dictionary, bei dem Sie Strings als Schlüssel und einen Wahrheitswert oder eine Null übertragen. Sie bekommen hier als Ausgabe direkt zurück den entsprechenden Byte-String. Das können Sie als Mensch nicht unbedingt lesen, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Das sollen Sie als Mensch gar nicht lesen können. Das muss auf der Empfängerseite jemand, der diesen Wert empfängt, der diese Byte-String empfängt, wieder zurück übersetzen können und das funktioniert auch. Das funktioniert auch komplexer mit irgendeinem absurden Beispiel, irgendeiner Liste, die irgendetwas überträgt. Das tut hier nichts zur Sache. Es geht nur darum zu sehen, dass das tatsächlich in einer solchen Byte-Folge die entsprechende Semantik erhalten bleibt. Wenn Sie explizite Notationen brauchen, explizite Annotationen im Source Code, dann müssen Sie diese Informationen, die Sie hier aus der Runtime-Type-Information extrahiert haben, die müssen Sie als Programmierer jetzt von Hand aufschreiben. Und Sie ahnen, das macht keinen Spaß. Das tut es auch nicht. Hier ist ein Beispiel dazu, wie Sie das tun können. Das ist wieder dieses Message Packing, jetzt aber hier in C, Sprache ohne Runtime-Type-Information. Ist hier in C entsprechend aufgesagt und aufgeführt. Was nehmen wir denn als Beispiel? Sie initialisieren sich hier einen sogenannten Packer, der diese Übersetzung durchführt. Und jetzt sagen Sie diesem Packer, dass jetzt hier erstmal ein Array folgen wird, das drei Elemente enthalten wird. Da ist ein Integer drin und so weiter und so weiter. Und ja, im Prinzip geht das natürlich, aber schön ist das nicht. Etwas eleganter und kompakter ist dann die Idee, das über eine solche IDL aufzuschreiben. In einer programmiersprachenneutralen Variante Typinformation aufzuschreiben und dann aus dieser Datendefinitionsdatei über einen spezialisierten Compiler, über einen Interface Definition Language Compiler Zielcode für die entsprechende Programmiersprache zu generieren, sodass Sie das Übersetzen in und aus dem neutralen Wire-Format in die jeweilige Programmiersprache damit realisieren können. Okay? Also aus diesem Data Definition File bekommen Sie C, Java, C++, Python, was auch immer Code erzeugt, der Ihnen erlaubt, das zu tun. Der große Charme ist natürlich die Sprachunabhängigkeit hier wieder.
unter der Annahme, dass diese Datendefinition in einem sprachunabhängigen Format aufgeschrieben wird. Ein schönes Beispiel dafür sind die Protocol-Buffers, Protobufs von Google, die genau diese Idee verfolgen. Sie haben ihre Typinformationen in einem .proto-Datei und können daraus dann für die entsprechenden Zielsprachen die Übersetzungsfunktionalität generieren. Java, C++, Go für Google natürlich typisch, werden entsprechend unterstützt und mit entsprechender Laufzeitbibliotheken, die sich darum kümmern, dass sie die primitiven Datentypen übersetzen können. Also ein typisches Beispiel wäre etwa, Sie sagen auf, dass Sie eine Datenstruktur Person übertragen möchten in einer Nachricht, die einen String beinhaltet, die einen 32-Bit lange Integer beinhaltet und einen weiteren String beinhaltet. Die Dinge haben Namen, manches davon ist vorgeschrieben, manches ist optional und ja, das ist eigentlich naheliegend. Hier ist noch ein etwas komplizierteres Beispiel. Sie haben die Person, die Sie noch hier mit Telefoninformationen versehen, die Telefonnummer noch beschreiben und so weiter und so weiter. Und hier haben Sie noch einen Wiederholungsdatentyp repeated. Also hier können eine beliebige Anzahl von Personen vorhanden sein. Sie brauchen einen Compiler, der Ihnen hier etwas draus produziert. Hier machen wir Python-Code draus. Und damit haben Sie ein Modul erzeugt, das Sie importieren können entsprechende Objekte dieser Klasse instanziieren, füllen, übertragen, indem Sie das serialisieren. Daraus bekommen Sie wieder einen Byte-String. Den können Sie jetzt über eine Socket-Schnittstelle oder was auch immer Sie gerne hätten übertragen. Auf der Empfängerseite nehmen Sie einen solchen Byte-String entgegen und sagen noch, F wäre hier ein Socket, aus dem Sie hier lesen. Und Sie lesen hier einen entsprechenden String, den Sie in ein solches Personenobjekt zur Initialisierung übergeben können. Und damit wird dieses Objekt Person von diesem Byte-String hier gefüllt. Also, zur Zusammenfassung. APIs können schön oder nicht schön sein, das wissen Sie, da sage ich Ihnen als Informatiker nichts Neues. Wir haben uns angeschaut Socket-Schnittstelle als eine sehr alte Version, aber sehr vielseitig einsetzbar. Wir haben uns angeschaut ZeroMQ als eine etwas modernere Variante. Das ist netter, aber nicht dramatisch viel netter. Und wir haben uns noch angeschaut, wie wir mit Heterogenität umgehen können. Das ist einmal die Frage, entweder Sie haben es selbst beschrieben durch One-Time-Type-Informationen. Wenn Sie das nicht haben, haben Sie im Wesentlichen zwei Optionen. Sie können es über explizite Funktionsaufrufe Ihrem Laufzeitsystem mitteilen, dass jetzt ein String und danach ein Integer und danach 5 Wahrheitswerte folgen. Oder Sie machen eine sprachneutrale Beschreibung über eine Interface Definition Language. Diese IDL lassen Sie übersetzen in entsprechenden Code für Ihre Zielsprachen, den Sie importieren, zusammenlinken und dann entsprechende neutrale Varianten Ihrer Datenobjekte über ein Wire-Format übertragen können. So, damit haben wir grundlegendes Handwerkszeug zur Hand. Jetzt können wir eigentlich loslegen und verteilte Programme schreiben. Sie können Schnittstellen zu Ihrem Kommunikationssystem öffnen, Sie können mit Heterogenität umgehen. Jetzt geht es also los. Jetzt geht es los und im nächsten Video werden wir uns über Client-Server als eine Strukturierungsmethode für solche verteilte Programme unterhalten. Zunächst mal danke fürs Zuhören.